Hallo im Küchengarten. Ich bin Katharina und heute möchte ich wieder gemeinsam mit euch backen. Der Garten darf jetzt Anfang Februar noch ein bisschen rasten und ruhen. Meine Anzucht hat auch noch nicht definitiv begonnen. Da habe ich durchaus noch wunderbar Zeit. Was allerdings schon schön losgegangen ist, sind meine Gemüsezwiebel. Die sind schon fast alle gekeimt. Ein paar musste ich nachsehen, aber da ich so früh dran war, ist das auch kein Problem. Aubergine habe ich auch schon ausgesät, weil da hatte ich noch altes, selbst geerntetes Saatgut, wo ich testen wollte, ob da überhaupt noch was keimt. Zwei Pflänzchen schauen jetzt schon heraus. Das würde mir durchaus reichen. Es ist noch dazu eine echt tolle Varietät. Das sind diese Finger-Aubergine, also Aubergine Little Fingers, die macht so schöne, lange, dünne Auberginen. Und dann habe ich natürlich auch noch meine überwinternden Paprikapflanzen, um die ich mich mit viel Herzblut kümmere, denen geht es richtig gut. Aber ansonsten liegt der Garten noch im Winterschlaf. Deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie ich dieses fluffige Brioche backe. Es ist ein Klassiker in unserem Haus. Meine Jungmannschaft stürzt sich immer darauf. Man kann es gut zu Einladungen mitbringen und es lässt sich auch sehr einfach variieren. Die Zutaten für den Teig sind denkbar einfach. Da haben wir Mehl, Salz, Butter, Milch, Zitronenschale, Trockenhefe und Zucker. Ihr vermischt zuerst die 500 Gramm Mehl mit den 1,5 Teelöffeln Salz, dem Päckchen Trockenhefe, den 3 Esslöffel Zucker und der Zitronenschale von einer halben Zitrone. Die habe ich sogar von meiner eigenen überwinternden Zitrone geerntet. Das ist vielleicht ein tolles Erlebnis, wenn man sich so etwas frisch selbst ernten kann. Die habe ich dann ganz fein geraspelt, immer nur das Gelbe, nicht über das Weiße hinaus, weil das ist leicht bitter. Und ich kann euch sagen, das hat einen sensationell intensiven Duft gehabt, großartig. Danach kommen noch 60 Gramm weiche Butter dazu und dann wird das Ganze gründlich durchgemischt. Dann wird eine Kuhle geformt und dort hinein kommt dann die Milch. Dann wird mit der Gabel der ganze Teig locker zu einem krümeligen Brocken zusammengemischt. Den stürzt ihr dann auf die Arbeitsfläche und dann geht die gute alte Handarbeit los. Jemand hat als Kommentar unter eines meiner Backvideos geschrieben, dass doch keiner heutzutage den Teig mehr mit der Hand knetet, sondern jeder eine Knetmaschine, eine Küchenmaschine zu Hause hat. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe tatsächlich keine, denn meine Küche ist klein, ich habe den Platz gar nicht. Und ich muss auch dazu sagen, dass das Bearbeiten des Teiges mit der Hand ein ganz anderes Ergebnis bringt. Und ihr solltet es unbedingt mal ausprobieren. Ich finde, der Teig wird viel fluffiger, flaumiger und homogener. Ihr seht, dass ich immer mal wieder noch etwas Mehl dazugebe, wenn er noch zu stark klebt. Und ich bearbeite den Teig so lange, bis er wirklich schön einheitlich ist, ganz fluffig und leicht. Und wenn man mit dem Finger dann so hineindrückt, bildet sich die kleine Kuhle wieder zurück. Dann ist er genau richtig. Der fertige Teig kommt dann in eine bemehlte Schüssel. Ich streue auch immer noch etwas Mehl oben drüber, falls er zu stark aufgeht, dass er nicht am Deckel kleben bleibt. Ich decke ihn hier mit einem Küchentuch, mit einem Geschirrtuch ab und lasse ihn für 3 Stunden an einem warmen Ort aufgehen. Nach circa 3 Stunden ist der Teig wunderbar aufgegangen. Schaut, wie flaumig der ist. Ich knete ihn noch einmal rassig durch und dann geht es schon los mit dem Formen. Ich habe hier ein Backblech mit Backpapier ausgelegt, ihr könnt es aber auch einfach mit Butter oder Öl bestreichen. Ich forme aus dem Teig 8 gleich große Kugeln zu ca. 80 Gramm. Die lege ich in einem Kreis auf dem Backblech aus und den Rest des Teiges lege ich als große Kugel in die Mitte hinein. Danach wird das Ganze nochmal abgedeckt und für 30 Minuten aufgehen lassen.
In der Zwischenzeit bereite ich mein Ei vor. Ich nehme ein ganzes Ei, verquirle das. Und nach den 30 Minuten seht ihr, wie schön der Teig aufgegangen ist und sich die Lücken zwischen den einzelnen Kugeln geschlossen haben. Dann bestreiche ich jede einzelne Kugel mit dem geschlagenen Ei. Und jetzt kommt mein absolutes Favorite, der Wiener Hagelzucker. Den liebt meine Jungmannschaft. Den streue ich dann schön locker und leicht über die einzelnen Kugeln. Natürlich könnt ihr hier auch variieren, wie ihr es wollt, zum Beispiel mit Mandelstiftchen, Mandelblättern, mit irgendwelchen Saaten. Also da ist der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Gebacken wird das Ganze dann für 30 Minuten bei 180 Grad auf der untersten Schiene. Und nach den 30 Minuten schaut euch mal diesen Hochgenuss an. Herrlich! Lasst ihr es dann einfach auf einem Gitter auskühlen. Und danach könnt ihr eure Liebsten, die gerade brav an der Erweiterung des Hühnerauslaufes arbeiten, verwöhnen. Danke, dass ihr heute bei mir zugeschaut habt. Wenn euch das Rezept gefallen hat, unbedingt nachmachen und dem Video gerne einen Daumen rauf dalassen. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht, mit und für euch zu backen. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!